So, ich stehe jetzt hier beisammen mit der Gerda Sandrieser. Gerda Sandrieser, du bist für den Kirchtag eigentlich hauptverantwortlich hier in Villach. Wir sind jetzt am Samstag hier unterwegs. Hinter uns ein voller Rathausplatz. Ich würde dich bitten, wenn du uns ein bisschen was hinsichtlich des Resümees zu den vergangenen Tagen sagst, siehst. Was war positiv, was war negativ? Deine Einschätzung zu Villach Kirchtag? Es hat eine sehr, sehr intensive Vorbereitung gegeben von gut einem Jahr. Und wir haben mit Spannung das Hochamt vergangenen Sonntag erwartet. Und ich muss sagen, dieser Tag hat bis in die Abendstunden hineingedauert. Die Leute haben mitgefeiert, waren dabei. Schon lange nicht mehr so viele Menschen am Sonntag in der Stadt. Highlights Montag, den Slowenentag, Dienstag, Trachtenmodenschau, Suppe verkosten. Wir haben viele, viele Highlights gehabt. Neues an Kulinarik mit Slow Food, also Kulinarik aus Kärnten, aus der Region. Wir haben wunderbare Musik gehabt, Brauchtum mit Moderne, natürlich für Junggebliebene und Junge und bei der Trachtendisco. Also es war für jeder Mann, jeder Frau etwas dabei und ich muss sagen, so wie die Stimmung heute war, nach dem Umzug, wo fast an die 3600 Trachtenträger waren, bei diesen hitzigen Temperaturen, aber es war eine Bombenstimmung und ich bin richtig froh, weil wenn man da auf den Rathausplatz schaut, die Stimmung ist gut und ich denke, die wird heute noch länger anhalten. Es war ja sehr, sehr heiß und bei so manchen könnten ja auch die Gemüter ein bisschen durchdrehen. Hat es irgendwie negative Vorfälle gegeben, wo du sagst, das kehrt nicht auf den Kirchtag? Nein, das hat es nicht gegeben. Die Leute waren lustig drauf, fröhlich drauf, aber wirklich schwerwiegend, das hat es nicht gegeben. Ich bin da sehr zufrieden, wirklich. Heute steht uns noch das große Kirchtagsfeuerwerk bevor. Wie schaut es mit dem Abschluss am Sonntag aus? Was spielt sich da in Villach noch ab? Na, am Sonntag ist so traditionell, hat sich dieser Tag als Familientag entwickelt, wo viele Familien mit den Kindern auf den Kinderkirchtag noch gehen, auf der gemütliche Art, die Traulände entlang, zu den Schaustellern noch, das eine und andere Krügerl oder Kirchtagssuppe noch verkosten, also diesen Kirchtag gemütlich ausklingen lassen. Erlaube uns jetzt noch eine Frage, nämlich Ausblick auf den 76. Villach Kirchtag. Was erwartet uns da? Was gibt es an Neuerungen? Welche Ideen bringst du auch mit ein? Also ich sage, an der Qualität wird immer gefeilt. Die Ideenwerkstatt passiert eigentlich das ganze Jahr. Und so, wenn man sich im Gelände bewegt, Leute kennenlernt, dann denkt man sich, das könnten wir und das könnten wir. Wird natürlich alles notiert und dann in einer Klausur relativ bald nach diesem Kirchtag dann schon so ein bisschen ein Programm im Groben erstellt. Wir haben jetzt heute Samstag, du warst jeden Tag hier am Kirchtag? Jeden Tag. Durchgehend? Drei Stunden hat es dazwischen gegeben, vier Stunden, aber sonst waren wir durchgehend da, ja. Deine Einladung noch für morgen, für den Sonntag? Ja, ich lade wirklich alle herzlichst ein, noch das Wetter wird passen und ich denke, es ist was Schönes mit der Familie auch am Kirchtag diesen Abschluss dieses Jubiläums Kirchtags genießen zu können. Dann lass uns jetzt noch ins Kirchtagsgeschehen gehen. Ja. Und schauen wir mal rein. Schauen wir rein. Danke dir. Gerne.